die andere Seite. Zeig es mir. Ich schnappe mir drei Parissafe. Wir wissen ja, dass du gierig bist. Aber warum drei?
Bis zu spät zum Festmahl. Langschiffe am Ufer. So schön wie Schwäne. Eher wie Wölfe, die zum Angriff ansetzen. Ja, dies ist kein Raubzug. Wenn wir hinter diesen Mauern sind, was passiert dann, Eivor? Du hast schon oft gekämpft, geblutet, getötet. Ja, aber da sind Kinder in der Stadt. Sie können nicht fliehen. Wenn der Wind richtig steht, kann ich sie rufen und spielen hören. Es muss kein Gemetzel geben. Vielleicht bringen wir die Franken doch noch zur Aufgabe. Obwohl ich mich frage, wie. Das musst du Siegfried sagen. Mir was sagen? Wir sind hier. Sie sehen unsere Stärke. Lassen wir sie ihr Silber aufgeben, die Verträge unterzeichnen und wir segeln heim. Das ist ein guter Weg zu Ruhm und Reichtum. Graf Odo führt die Franken in Paris an, ja? Ja, er verteidigt die Stadt und schart andere Edelleute um sich. Ich könnte mit ihm reden. Genug geredet. Der Erhabene sagt, es ist besser zu leben, als zu sterben. Denn Tote bestellen keine Felder. Du hältst mir die Worte des Allvaters vor? Ich brenne Paris nieder, mit dir oder ohne dich. Du hast schon genug Tarne verloren. Willst du eine Einöde regieren? Na gut, schwatze Graf Odo sein Silber ab, wenn du das vermagst. Das werde ich. Toka, wo ist dieser Odo? Du könntest in Pont des Serra seine Spur aufnehmen. Aber halte dich bedeckt. Das ist Feindesland. Und Eivor, dieser Odo ist kein Grashalm. Er biegt sich nicht im Wind.
erste sein, die Tucker erwähnte. Ich brauche Hinweise zu Odos Verbleib. Haben noch nicht gewonnen. Ach, Druck, nicht nachlassen. Ja. Thank you.
Ardu sollte auf seinem Landsitz sein. Dem mit den roten Blumen. Flieg, Freundin.
Dieser Weg wird gut bewacht. Ich sollte einen anderen finden. Warum wird mir der Weg versperrt? Wer sagt, ich dürfe nicht weitergehen? Graf Odo sagt das. Wegen der bevorstehenden Belagerung. Hä? Sehen, was du siehst. Verriegelt.
rote Blumen vor einem Landsitz. Das muss Odos Anwesen sein. Ich sollte hier eine Verkleidung tragen. Halt, du da! Wer bist du? Verzeih, werte Dame, aber ich ersuche eine Audienz bei Graf Odo. Verstehe. Doch mein Gatte schmiedet Allianzen mit den Edelleuten für den bevorstehenden Krieg. Gute Dame, ich will meine Klinge dem Schutze von Paris vor den heidnischen Horden feilbieten. Verstehe. Und du gehörst zu unseren friesischen Verbündeten von den barbarischen Randgebieten des Reiches? Jawohl. Ich bin viele Tage die Küste entlang und den Fluss hinaufgereist. Und hast du ein Schriftstück mit Unterschrift und Siegel für die Audienz? Ohne das richtige Schriftstück kann ich dich leider nicht einlassen. Wir müssen uns vor Meuchelmördern in Acht nehmen. Ah, die Schriftrolle ist in meiner Satteltasche. Ich hole sie. Ich brauche ein Schriftstück, um Odo zu treffen. Einer der Gäste könnte eines haben. Ist von Sinnen. Er versteckt sich im Weinkeller. Kaum zu fassen! Seid gegrüßt, Freunde. Was bedrückt euch? Einer von Odos Gästen hat sich volllaufen lassen und dann im Weinkeller verschanzt. Eine Schande! Sollte er bei der Verteidigung von Paris helfen? Mag sein. Doch welche Hilfe könnte ein solcher Trunkenbold schon anbieten? Ich hege große Zweifel an ihm. Dieser Betrunkene könnte eines jener haben, das ich für eine Audienz benötige. Wie ein Stallbursche?